Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Sonntags, zur Finalausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und mir gegenüber sitzt der Kolibri Max Schrader. Moin, moin. Wir sprechen über das Finale. Damit fangen wir an. Damit müssen wir heute anfangen. Ne? Wer wird Europameister 2024 in Deutschland? Und wir haben natürlich Stimmen von unseren beiden Finalreportern. Von Nico Linna für Spanien und von Erik Peters für die Engländer. Bevor wir beide drüber sprechen, wir hören erstmal bei Nico Linna rein. Servus André aus dem Berliner Olympiastadion. Hier steigt diesen Sonntag das große EM-Finale zwischen den Spaniern und den Engländern. Und für die Furia Roja schließt sich damit ein Kreis. Hier haben sie nämlich am 15. Juni ihren Turnierauftakt gehabt gegen die Kroaten. Und da fange ich auch an mit der wichtigsten Beobachtung am heutigen Tag. Damals gegen die Kroaten, da war der Optimismus noch sehr gebremst, teilweise noch gar nicht da. Da wähnte man die Spanier vielleicht unter dem erweiterten Kreis, die vielleicht mal vorschnuppern können ins Viertelfinale, ins Halbfinale, aber schon gar nicht unter den Titelfavoriten, wie es England, Deutschland oder Frankreich war. Das ist heute ganz anders. Die Zuversicht ist groß, dass die Spanier ihre vierte Europameisterschaft mit nach Hause nehmen können und sich zum Rekordeuropameister krönen können. Warum? Die Spanier haben einfach restlos überzeugt. 6 Siege aus 6 Spielen, Torverhältnis von 13:3, den mit Abstand flottesten Ball des Turniers gespielt. Jetzt geht es bloß noch darum, das Ganze ins Ziel zu bringen, zu unterstreichen, dass man die beste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft war und eben der individuellen Qualität der Engländer mit Harry Kane an der Spitze die Stirn zu bieten. Man sieht sich hier als der verdiente Europameister. Jetzt muss man es bloß noch auf den Platz bringen. Wir sind gespannt, ob es ihnen gelingt. Ganz, ganz liebe Grüße und hasta luego. Also, die Spanier selbstbewusst und Nico sieht die Spanier und die Spanier sich selbst auch als verdienten Europameister, Max. Ja, können sie ja. Aber trotzdem muss man ja erstmal noch ein Spiel spielen. Das ist das Finale. Ohne Finale ist blöd. Würdest du auch sagen, dass, wie Nico das so schön formuliert hat, die Spanier den flottesten Ball gespielt haben bei dem Turnier? Ja, stimmt schon. Also der wäre auf jeden Fall flott. Das war richtig flott und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel heute, weil ich glaube, so wie sich das viele vorstellen, wird es heute nicht. Ich glaube, heute wird der Ball nicht so flott sein. Nee, und ich glaube auch, dass die Engländer ziemlich gut wissen, was sie da machen, auch wenn der Druck auf diese Truppe so riesig ist. Aber wir hören jetzt erstmal rein bei Erik Peters, denn auch die Engländer haben natürlich eine Gemütslage vor diesem Finale und wir hören mal, was er erzählt. Lieber André, liebe Stammis, jetzt steht das große EM-Finale vor der Tür zwischen England und Spanien. Ja, und wenn man es mit den Engländern hält, dann soll hier im Berliner Olympiastadion Geschichte geschrieben werden. Denn die Three Lions warten seit 58 Jahren auf einen großen Titel. Den einzigen gab es bei der WM 1966 im Finale gegen Deutschland. Und vor allem für Trainer Gareth Southgate wäre der Titel gegen Spanien eine Mega-Erlösung und Befreiung, denn er trägt diesen Schmerz und diese Last seit 28 Jahren mit sich rum, denn er verschoss 1996 im EM-Halbfinale gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter und er sagte danach, dass er eine ganze Nation enttäuscht hat und auch versagt hat. Und wie sehr ihn das immer noch beschäftigt und belastet, wurde jetzt auch wieder klar, als er jetzt kurz vor dem Finale noch einmal klarstellte, ich möchte diesen Titel so sehr, dass es schon schmerzt. Das sind echt krasse Aussagen. Ich begleite die Engländer jetzt seit dem Turnierstart und natürlich spielen sie keinen berauschenden Fußball. Natürlich macht da Spanien einen viel, viel besseren Eindruck. Aber wenn man es mit den Engländern hält, kann man durchaus verstehen, dass dieser Titel ihnen alles bedeutet. Und sie ihn irgendwo auch verdient haben, denn wenn man bemerkt, vor 3 Jahren diese bittere Finalpleite gegen Italien im heimischen Wembley-Stadion, jetzt stehen sie wieder im Finale und ich denke, dass es vor allem jetzt auf Kleinigkeiten drauf ankommen wird, auf die Qualität, individuelle Qualität und da hat England wirklich Spieler, die den Unterschied ausmachen können, wie ein Bellingham, wie ein Foden oder ein Harry Kane, der auch jetzt endlich seinen ersten Profititel mit fast 31 Jahren feiern will. Gareth Southgate, der tragische Held.
Ja, oder der Mann, der wahrscheinlich fast zum König ernannt wird. Das ist ja so verrückt, die Geschichte um den. Ne? Also der ist ja während dieses Turniers quasi schon dreimal entlassen worden. Und jetzt steht er im Finale. Und wenn er das Ding gewinnt, ist Gareth Southgate, der Trainer, den ja wirklich alle, ich glaube auch inklusive uns, seit Jahren kritisch sehen, ist der Mann, der England den Titel zurückholt, wo Football wirklich nach Hause kommt dann. Ja, nee, dann kriegt er ja, weiß ich nicht, wie viele Statuen vom Wembley Stadium und wird gefeiert als Nationalheld. Was glaubst du, was wird das heute Abend? Ein 1-0 für England. Du, so dreckig, meinst du, nach 90 schon? Ja. Ja. Ecke und irgendwas Abgefälschtes rein damit. Ich finde ja, es würde irgendwie zum englischen Turnier, zur englischen Fußballhistorie und im Allgemeinen passen, wenn das Ding heute nach Elfmeterschießen gewonnen wird für die Engländer, wenn Pickford der große Held ist. Ja, eigentlich würde es ja dazu passen, dass sie jetzt wieder im Finale stehen und dann wieder verlieren. Wir sind uns diesmal erstaunlicherweise einig. Ich glaube das nicht. Nee, also ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, weil Spanien hat toll gespielt, tollen Fußball gespielt. Die sind die beste Mannschaft. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber die sind noch viel besser als die Engländer gewesen bei dem Turnier. Ja, natürlich, ohne Frage. Aber am Ende kannst du dir ja davon nichts kaufen. Das ist richtig. Also du kannst dich ja schon als Sieger fühlen, ja, klasse, aber wenn du den einen Schritt nicht machst, bist du halt der Doofe. Die Spanier erinnern mich so ein bisschen an die Franzosen 2016. Ne? Die ja auch die beste Mannschaft waren, die hatten ja sogar die Heim-EM und dann verlieren die überraschenderweise gegen Portugal. Portugal 2004, auch die bessere Mannschaft gewesen, verlieren das Finale gegen Griechenland und die Engländer sind nochmal eine ganze Ecke besser besetzt als all die Mannschaften. Wenn man ehrlich ist, sind die Engländer auch eine ganze Ecke besser besetzt als Spanien. Ja, natürlich, also war ja auch nicht ohne Grund, dass die Buchmacher England vor dem Turnier auf die 1 gesetzt haben. Und Max Schrader auch. Ja, natürlich, ich bin ja der Buchmacher. Ja, also wir glauben beide an einen Sieg der Engländer. Wir kommen auf das Thema EM gleich ganz zum Schluss nochmal zurück. Ich will vorher mit dir noch über ein, zwei Bundesliga-Sachen sprechen. Ja, lass uns anfangen mit Niklas Füllkrug. Da kam gestern was Interessantes auf. Und zwar könnte der möglicherweise bei Milan auf dem Zettel stehen. Da ist ja Giroud jetzt weg im Sommer. Ja, zuletzt da ja Stürmer gewesen. Wir haben uns den Kader mal angeguckt bei den Kollegen von Transfermarkt. Haben da jetzt nicht so viele richtig kracher Stürmer gefunden. Ne? Nee, viele Außenstürmer, aber jetzt keiner in der Mitte. Genau. Und da würde auch so Profil Giroud, würde ein Füllkrug ja reinpassen. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, auch gerade wenn der BVB da noch plant nachzulegen auf der Position, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, wäre auf jeden Fall für beide Parteien, glaube ich, sinnvoll. Ich meine, es lebt sich ja auch schön in Mailand. Ja, du warst ja schon da, du weißt ja, Essen ist gut, Sonne ist schön. Also kann man ja mal mitnehmen. Die Frage ist, was macht der BVB? Weil da hieß es ja bis jetzt immer, Alea und Moukoko möglicherweise abgeben und Füllkrug, Gyrassi dann diesen Kampf quasi um den Startstürmer. Und da ist dann das Ding, vielleicht kommt Gyrassi nicht oder fällt drei Monate aus und Füllkrug auch weg, das passt dann irgendwie nicht. Ja, und vor allem, wie musst du dich denn jetzt als Füllkrug fühlen? Also du weißt, Dortmund will eigentlich Gyrassi holen. Ja, und ist das ist ja klar. Genau, ja. Und wenn der jetzt so viel kostet, ist er ja potenziell auch die Nummer 1. Also die können von mir aus immer sagen, ja, es wird ein offener Kampf, aber wenn du so einen Stürmer holst mit der Kohle, rechnest du ja eigentlich damit, dass er der Top-Stürmer ist. Das stimmt. Obwohl ich auch sagen muss, letzten Sommer hat man gedacht, Füllkrug ist der klare Backup von Alea und das war schnell vorbei. Ja, natürlich, aber es sind ja auch nochmal ganz andere Summen im Gespräch. Genau, ja, ja, ich bin da komplett bei dir. Ja. So, und wenn du jetzt als Füllkrug dir denkst, eigentlich bin ich jetzt hier so die 1B-Variante und jetzt klopft Milan an, weiß ich nicht, gibt auch nochmal einen schönen 4-Jahres-Vertrag oder 3-Jahres-Vertrag. Mailand ist jetzt auch nicht ganz Dortmund von der Stadt her, sondern vielleicht ein Tacken schöner. Würde ich mir das sehr gut überlegen. Ja, das ist auch ein Club, den willst du doch in deiner Vita stehen haben. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Leute, auch die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Das Finale steht an und Neobet erhöht die Quoten. Egal, ob ihr für Spanien oder für England seid. England gewinnt und es fallen mindestens 3 Tore im Spiel, Quote 8,1 statt 6,9. Und Spanien gewinnt und es fallen mindestens 3 Tore im Spiel, Quote 5,4 statt 4,6. Also ihr merkt schon, die Spanier sind auf jeden Fall der Favorit. Außerdem spannend die Spielerduelle. Also ihr könnt Spieler gegeneinander antreten lassen und vorher tippen, wer mehr Tore in dem Spiel macht. Was bietet sich hier an? Harry Kane gegen Lamine Yamal zum Beispiel. Falls ihr noch nicht bei Neobet registriert seid, mit dem Code Stammplatz 10 startet ihr direkt mit 10 Euro gratis Wettguthaben und könnt euch zusätzlich noch einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro sichern. Alle Infos findet ihr wie immer bei uns in der Folgenbeschreibung, also in den Shownotes. Neobet ist offiziell lizenziert, also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de.
Lass uns weiter beim BVB bleiben. Guirassy, wir haben gerade drüber gesprochen, ist verletzt. Was jetzt ein bisschen verrückt ist, ist, wie der sich verletzt haben soll, und zwar möglicherweise bei dem Vollrückzieher. Genau, es gab ja das WM-Quali-Spiel, also in Afrika wird jetzt schon die WM-Quali gespielt für 26. Genau, dann und USA, Mexiko, Kanada, ne? Genau, und da gab es das Spiel Guinea gegen Mosambik, und da soll er sich bei einem Fallrückzieher in der 90. Minute schwer verletzt haben. In der 90. Minute, das musst du dir vorstellen. Aber klar, kann alles passieren, immer, ne? Ja, natürlich. Und das wurde jetzt halt erkannt, die Verletzung. Man muss ja jetzt nochmal gucken, wie die zweite Untersuchung abläuft. Aber das wäre schon kurios, weil ich einen Fallrückzieher ansetze, der nicht gut geht, ich mich dabei verletze, platzt der Transfer. Krasse Nummer. Also auch da, ich bin gespannt, da soll es ja in der nächsten Woche jetzt, also ab morgen quasi, nochmal diese Zweitmeinung geben, und möglicherweise wird da nochmal drüber gesprochen, was ist jetzt, was passiert mit Guirassy, bleibt der, geht der, macht der was ganz anderes. Also auch da sehr, sehr spannend. Eine Sache habe ich noch gefunden, und zwar, Max, die Bayern, deine Bayern. Also wenn ich dich hier habe, müssen wir über den FC Bayern sprechen. Wie immer. Genau so ist es. Sind möglicherweise am nächsten Franzosen dran? Ja, Désiré Doué von Louis. Von Stade de Reims soll kommen. Die Bayern sollen laut französischen Medienberichten auch schon ein erstes Angebot abgegeben haben über satte 35 Millionen. Also Doué ist 19 Jahre. Ist schon mal ein ordentliches Sümpchen. Edeltechniker, schreiben wir. Ja, also der kann auch viel am Ball, und das sieht auch alles schön gut aus, aber ich würde jetzt erstmal sagen, man muss auch erstmal Leute verkaufen. Genau. Also man kann ja jetzt schlecht 3 Mannschaftsbusse haben, aber es können immer nur noch 11 spielen. Das Ding ist, auch der ist Flügelspieler, wie Olise schon zum Beispiel, ne? Kann aber auch in der Mitte spielen. Da ist ja auch der Platz begrenzt, müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich gebe dir vollkommen recht. Also wenn die Bayern jetzt noch weitere Flügelspieler kaufen wollen, dann müssten vielleicht erstmal Gnabry, Coman oder wer auch immer da auf der Liste steht, den Verein verlassen. Ja, genau. Und am besten müssten ja schon 2 gehen. Also wenn du jetzt mit Saragossa den auch nochmal als Neuzugang nimmst. Ganz vergessen. Olise, Doué, dann hast du noch plus 1. Ist auch schon ordentlich besetzt. Was willst du machen? Ich glaube, Coman liebäugelt ja sowieso schon mit einem Wechsel. Das Problem von Coman ist ein bisschen, dass er halt wirklich oft verletzt ist. Ne? Ja, aber es gibt bestimmt nochmal einen Verein, der sagt, naja gut, zahlen wir halt, weiß ich nicht, 30 Millionen, und wir haben nochmal die Hoffnung, dass er 2-3 Jahre einigermaßen fit bleibt. Ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, das Problem bei den ganzen Jungs ist gar nicht die Ablöse, das Problem ist immer das Gehalt. Ja, natürlich, aber das wird ja auch sich nur ein Spitzenklub leisten können, auch die Ablöse. Also ja. Von daher ist das mit dem Gehalt, glaube ich, jetzt, wenn man ein bisschen darauf verzichtet, ist das, glaube ich, kein Problem. Also Coman würdest du auf dem Transfermarkt mal aktiv anbieten, wenn du Fußballmanager bist. Ja, genau. Ja. und dann, glaube ich, Gnabry. Auch. Ja, also als er wieder fit war, war der ja auch wieder richtig gut, aber ist halt auch einfach zu verletzt. Und dann sind wir bei der Never-Ending-Story, wer zahlt die 20 Millionen Gehalt? Tja, hast du einen Club im Kopf? Nee, da will ich gar keinen. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, und das wäre auch ein bisschen gegen die Vereinsphilosophie, ist sowas wie RB Leipzig. Und selbst die würden keine 20 Millionen Euro bezahlen. Nee, ich könnte mir vorstellen, so Juventus Turin. Ah, okay. Ja, ja, weißt du, die haben ja jetzt auch lange nichts mehr gemacht, waren nicht erfolgreich. Das wäre ein Namensstatement, ja. Und dann zahlst du halt 15. Ja, oder halt mit Füllkrug zusammen nach Mailand. Ich meine, da will Gnabry selber sich bestimmt auch sehen, kann ich mir vorstellen. Ja, aber die haben natürlich auch schon sehr viele Außenspieler. Das ist richtig. Da, wenn du da an Leao und so vorbei musst, ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Okay, also Bayern bleibt auch spannend, ne? Ihr merkt das schon, liebe Stammis. Das wird hier in den nächsten Wochen ein richtig geiles Transfer-Update geben, immer wieder. Wir kommen jetzt noch zu unserer Rubrik. Dieses eine Gefühl, wenn, präsentiert von unserem Partner Volkswagen. EM-Feelings, dieses eine Gefühl, wenn. Ja, die EM-Tour geht heute zu Ende. Ne? Den Bus bringe ich in den nächsten Tagen weg, und dann wird es diesen Stammplatzbus nie wieder geben. Und jetzt ist die Frage, wenn ihr nochmal ein Bild machen wollt, wie kriegen wir das hin? Heute ist Finale. Wir sind leider nicht akkreditiert, und das Problem daran ist so ein bisschen, dass wir dann mit dem Bus auch nicht so richtig spät nah ans Stadion kommen. Das heißt, dann, wenn Fans normalerweise zum Stadion gehen, werden wir da schon nicht mehr hinkommen. Das wird schwierig. Wir werden aber vorher auf jeden Fall mit dem Bus so dicht es geht ans Stadion ranfahren. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde heute, ich sag mal so im Laufe des Nachmittages, vielleicht 15, eher 16 Uhr, mal eine Insta-Story machen, wo wir sind. Und ihr könnt euch aber darauf einstellen, das wird irgendwie so rund um das Olympiastadion sein. Und wenn ihr Bock habt, dann treffen wir uns dann nochmal. Das ist das, was wir noch machen können. Und ansonsten freuen wir uns auf ein heißes EM-Finale. EM-Feelings, dieses eine Gefühl, wenn. Ja, Max, das ist es. Ja, jetzt wissen alle Bescheid. Nachmittags das Handy anmachen, sehen, wann die schöne Glatze erscheint, und dann ab zum Bus. So ist es.
Also Freunde, wir hören und sehen uns und bis dahin Deckel drauf. Viel Spaß beim Finale heute Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.